Einfach so verrückte Eissorten testen. Ja, Das ist auch cool. stimmt, Mittlerweile das gibt ist es in gut. jeder großen Stadt eigentlich irgendwie so eine Eisdiele, die so hippe Eissorten So hat. Chili Schoko irgendwie dazu. Ja. Dafür haben wir einen Gast eingeladen, und zwar die Dani. Hallo. Vielleicht stellst du dich einfach mal vor und sagst, was du auf deinem Kanal machst und auch, wie du hier auf die Couch gekommen bist. Ja, also ich bin die Dani vom Kanal Dani's Dream und ich habe auf meinem Kanal Videos über Beauty, Fashion und Comedy. Und ja, ich habe BB gerne geschaut und dann dachte ich mir mal, da möchte ich gerne unbedingt mal hin. Habe dann auch eine E-Mail geschrieben und wurde genommen. Voll ja, cool. Voll cool. Tja, ja. So einfach kann man bei uns hier auf dem Sofa landen. Genau. Und du bist heute auch schon so ein bisschen sommerlich hier mit deinem leichten Top angezogen. Bist du denn so ein Sommerliebhaber? Auf jeden Fall. Das Wetter spielt jetzt auch total mit und das ist so schön. Es ist alles so direkt viel positiver, finde ja, ich. Man ist ja, man ist immer voll gut gelaunt. Ja. Und ich finde, meine Motivation steigt auch immer so im Sommer. Ich finde, man muss auch weniger schlafen, man ist auch früher wach, weil es viel früher auch hell ist und so. Und der Tag ist so viel länger. Man denkt sich dann abends um 9, ja, jetzt können wir was machen. Ja, ist noch ja hell. Genau. Ja. Das ganze Leben ist so ein bisschen leichter. Ich schminke mich zum Beispiel auch immer weniger im Sommer. Das ist bei euch auch so. Ja, ist bei mir auch so. Ja. Weil ich finde immer, man fühlt sich dann so richtig zugekleistert. Da schwitzt man ja dann gefühlt alles so runter. Es läuft alles weg, ja, ist wirklich so. Ja. Man sieht aber automatisch schöner aus, wenn man bräuner ist und so. Dann braucht man das alles gar nicht, finde ich. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch dann im Sommer weniger schminkt oder ob ihr dann zum Beispiel auch eure Haut anders pflegt. Ist es bei euch so, dass ihr dann weniger Produkte auch für eure Haut benutzt oder gerade mehr? Also ich versuche mich halt abends, gerade wenn man dann irgendwie so, ich weiß nicht, geht ihr so ins Freibad oder sonnt euch so am Tag, dann, schon mal ab und zu, dass man halt ja so eine trockenere Haut hat, dass ich mir abends schon so eine reichhaltigere Creme verwende. Auch Sonnencreme ist wichtig. Ja, das ist total wichtig. Ich glaube, das vernachlässigt man echt. Es gibt ja auch Leute, die tragen jeden Tag Sonnencreme, auch im Winter. Sollte man auch, ne? Das sollte man auch, um einfach die Haut zu schützen, ne? Das Klar. ist schon wichtig. Habt ihr eigentlich so Top 3 Dinge, die ihr im Sommer immer machen müsst? Also mir ist glaube wirklich Inliner fahren, weil man das ja echt nicht so bei Schnee oder so machen kann. Und das finde ich richtig cool. Das kann ich echt jedem empfehlen. Vor allem auch jedem Sportmuffel, weil es ist so ein Sport, den man nicht so fühlt. Weißt du, was ich meine? So, das ist so, das ist so anstrengend. Genau, es bringt anstrengend. Ziel. Genau. Ja. Ja, und dann so zu einer Eisdiele, dann geht man Eis essen, was halt cool ist. Und grillen, also finde ich auch richtig schön. Abends dann halt zu grillen, gerade wenn man Freunde einlädt. Jeder bringt irgendwas mit zu essen, zu trinken. Und dann kann man wirklich so einen richtig langen Abend machen. Und ich liebe halt so lange Sommernächte, wenn es wirklich so bis um Mitternacht so angenehm warm ist, dass du draußen sitzen kannst. Finde ich auch mega schön. Und bei dir? Ja, auf jeden Fall auch grillen. Ja. So mit Marshmallows und so leckeren Gemüse. Voll cool. Dann auf jeden Fall etwas finden, was einem Spaß macht. Sich selber finden, irgendwie etwas Neues entdecken, etwas Neues lernen, finde ich, sollte man auch im Sommer, weil da nutzt man die Zeit dann wirklich. Ja, das stimmt. Das ist cool. Und einen Tag mal so richtig nichts tun. So wirklich faul sein, so zu Hause in der Sonne liegen, Das sind meine Top 3. Deine? Also schwimmen finde ich schon cool, wenn ich mal dazu komme, irgendwo einen See zu finden. dann mit Freunden irgendwie rausgehen, abends in irgendwelche Cafés oder nochmal Eis essen und so. Oder früher, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, da habe ich immer so einen Campingausflug gemacht oder ich bin mit Freunden an den See und dann haben wir gezeltet. Und ich habe das bestimmt seit 5, 6 Jahren nicht mehr gemacht. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr das noch macht, weil ich weiß gar nicht warum, das ist eigentlich voll schade, das war aber total lustig. So, dann hatte man halt auch gar nicht so sein Handy immer so dabei und hat dann halt einfach nur wirklich so gegrillt und dann irgendwie so mit Taschenlampe und so in so einem Zelt gesessen. Ja. Das war voll cool. Und habt ihr irgendwie so eine Art Sommerroutine, wo ihr euch jetzt vielleicht auch von Hautpflege oder auch von Styling oder wie ihr euch morgens fertig macht, wo sich das so unterscheidet zum Winter zum Beispiel? Also klar, wenn man so dünnere Outfits oder so hat, habe ich irgendwie mehr Lust, mich anzuziehen, weil es so schnell geht und dann kannst du irgendwie so Sachen kombinieren irgendwie anders als im Winter. Ist es so, okay, möglichst, Hauptsache ich friere heute nicht. So, das ist immer so meine Priorität. Ansonsten, also ich achte halt darauf, dass ich mich nicht zu doll schminke und dass ich halt meine Haut irgendwie pflege, dass ich eben, ich weiß nicht, habt ihr so Unreinheiten im Sommer eher? Es geht, manchmal bekomme ich, glaube ich, auch, wenn ich so viel schwitze und es so heiß ist, so kleine Pickelchen. So Hitzepickel, sagt man auch. Genau. Und deswegen versuche ich dann eigentlich auch echt immer
sehr oft ungeschminkt rumzulaufen, ja, und ja, dann wirklich halt eher nur so Sonnencreme oder auch eine, ja, gute Feuchtigkeitscreme, ja, zu haben, weil die Haut ja doch auch so ein bisschen von, ja, der Sonne austrocknet. Ja. Und, ja, auch so, ne, was ja auch immer so ein Thema ist, ist so Schwitzen. Ja. Weil einem wird ja immer voll warm im Sommer. Und ich weiß nicht, habt ihr da irgendwelche Tipps oder so? Oder achtet ihr auch einfach nur darauf, wie ihr euch kleidet, ja, oder so? Ja, einfach also luftig. So, genau, so Polyester, so alles, so klebrig, plastikartig, ja, wirkt, ist halt einfach ein schlechter, ja, Stoff im Sommer. Ne? Ja, und mittlerweile gibt es ja auch zum Glück viele Deos, die ohne Aluminiumsalze sind. Genau. Zum Beispiel, es gibt jetzt auch von, ich glaube, das ist neu sogar, von BB1, und das riecht so nach Rose, und das ist auch ohne Aluminiumsalze, also, ja, könnt ihr auch gerne mal testen. Schreibt ihr manchmal so To-Do-Listen, so, was ihr so diesen Sommer erleben wollt? Also plant ihr das so durch oder macht ihr so alles spontan und sagt, okay, manchmal kann ich auch mal nichts machen? Ja, ich plane das schon so durch, dass ich sage, ja, das und das möchte ich machen, aber so, ja, sagen, ja, heute mache ich das, morgen mache ich das, übermorgen das und, ja, alles durchplanen, auf keinen Fall. Das ist der Sommer, den Sommer genießen. Ja, ja, das stimmt. Aber ich finde so eine Bucketlist, sowas ist halt echt ganz cool, weil man sagt, sowas. Ja, 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 ich möchte unbedingt das erleben und das, ja, und dann kann man ja auch das gut planen und Freunde fragen. Das ist halt auch gut so, wenn man mal Langeweile hat, dann sucht man sich einfach ein paar Sachen raus und versucht dann die passenden Leute zu finden, mit denen, ja, man das so abhaken, ja, kann. Und man, ja, kann ja echt picknicken gehen oder, ja, mal so Kart fahren oder... Ja, was, es gibt... In Zoo gehen, ich war, ja, so lange nicht im Zoo, das ist mir letztens eingefallen. Wie schön ist das, wenn man in Zoo geht oder wie auch immer irgendwas anderes macht und es so gutes Wetter ist. Ja. Das stimmt. Oder auch einfach so verrückte Eissorten testen. Ja, das ist auch cool. Stimmt, mittlerweile gibt es in jeder großen Stadt eigentlich irgendwie so eine Eisdiele, die so hippe Eissorten hat. Chili, Schoko irgendwie. Ja. Ja. Und das ist auch total lustig oder auch einfach mal so... was entdecken, irgendwie was Neues versuchen kennenzulernen, weil ich glaube auch, gerade wenn man in so einer Stadt oder auch am Land wohnt, dann irgendwann hat man so alles schon gesehen gefühlt. Ja. Ich glaube, manchmal muss man sich einfach auch zwingen, irgendwie mal was Neues zu erleben und gerade im Sommer kann man das ja immer richtig gut verstehen. Ja, auf jeden Fall. Und achtet ihr zum Beispiel aber auch im Sommer mehr auf eure Ernährung oder sowas? Wenn man immer denkt, ja, man muss dann hier seine Bikini-Figur halten oder so, oder ist euch das dann egal? Ja, mir ist es eigentlich egal. Ich esse das, was mir gefällt. Aber im Sommer esse ich meistens viele Früchte, ja, Wassermelone. Wollte ich gerade sagen, Wassermelone ist oder gefrorene Weintrauben. Oh, ist ja auch, ja, so ein Trend irgendwie auf YouTube gewesen. So, jeder hat diese Weintrauben, ja, eingebaut. Aber schmeckt halt auch wirklich gut. Ja, ja. Zitronen im Wasser. Oder was auch echt lecker ist, wenn man sich so einen Shake macht, einfach mit Milch und irgendeinem Obst und dann so Crushed Eis rein und dann, ja, hat man so wie so Frappé. Ein Frappé. Genau. Genau, das schmeckt auch so gut irgendwie und das geht halt auch super einfach. Ja, das stimmt. Ja, schade, dass Kiso halt nicht dabei ist, wäre bestimmt auch ihr Thema gewesen. Ich weiß, ja, sie liebt den Sommer. Ja, die kann zu allem immer was erzählen. Ja. Aber wir haben für euch in der Infobox ein Video von Kiso verlinkt, denn da hat sie ein leichtes Tages-Make-up abgedreht für euch. Ja, vergesst jetzt auf jeden Fall nicht, Dannys Kanal auszuchecken und, jo, mal vorbeizugucken und natürlich auch unseren zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ciao.